Herzlich willkommen auf dem Deutschen Verbrauchertag 2023. The future is now. Früher hätte man gesagt, die Zukunft ist jetzt. Alles, was heute entschieden wird, auch in Krisensituationen entschieden wird, hat Auswirkungen auf die Zukunft der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen jede Diskussion, die heute geführt wird und alles, was heute an Lösungen erarbeitet wird, muss für die Zukunft funktionieren und muss in Zukunft funktionieren. Ich möchte heute drei Aspekte beleuchten, in denen dem Verbraucherschutz eine zukunftsweisende Rolle zukommt. Der Hebel für eine faire Sozialpolitik. Der Hebel für eine ambitionierte Umweltpolitik und drittens als Hebel für eine gemeinwohlorientierte, sichere Digitalisierung. Es kommt vieles Neues auf uns zu, künstliche Intelligenz in Krisen. Insofern brauchen wir da eine Orientierung und das hoffe ich mir heute. Auf neue Impulse von der Verbraucherzentrale zu hören, was die Kernthemen sind, wo die Reise hingeht, was die Verbraucherzentrale sich vorstellt, das ist für uns sehr spannend. Alle Zukunftsthemen, alle die Megatrends. Möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst sicher bezahlen. Wir setzen weiterhin auf Bargeld, aber als Ergänzung planen wir eben auch für die Zukunft quasi eine Art digitales Bargeld im digitalen Euro. Ja, die Mobilität von morgen, sie ist vernetzt, sie ist intermodal. Sie geht von den Wegen aus, die die Menschen für sich leisten wollen, zu leisten haben. Da spielen eben alle Verkehrsträger eine entscheidende Rolle, diese zu vernetzen. Wie wir leben, wie wir mobil sind, wird sich grundlegend verändern. Das ist für manche Menschen eine Chance, aber für andere eine Bedrohung. Die Zukunft für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt, Menschen fit zu machen, der Zukunft besser gestalten zu können. Ja, die Zeit rennt uns im Grunde weg. Wir haben ein riesen Wohnungsdefizit und wir müssen wirklich schnell dafür sorgen, dass die Menschen eben versorgt sind mit bezahlbaren Wohnungen. Verbraucher und Verbraucherinnen tragen zu 50% des BIP in diesem Land bei. Sie sind 50% der Wirtschaftskraft dieses Landes. Und wenn Verbraucher und Verbraucherinnen unsicher sind, dann ist für die Wirtschaft auch nicht viel gewonnen. Ich glaube, dass Megatrends veraltet sind, dass es da neue Ideen der Zukunftsforschung gibt, dass Projekte der Verbraucherzentrale super wichtig sind, um Jugendliche zu erreichen. Eine gute Zukunft bedeutet für mich die Sicherheit, die ich brauche, um mein Leben auch frei und selbst gestalten zu können. Dass wir der Politik immer wieder auf die Füße treten, dass da etwas passiert im Sinne einer guten Arbeit für Bürger und Bürgerinnen. Heute müssen wir die Weichen stellen. Gerade jetzt in Krisenzeit ist es natürlich wichtig, über Verbraucherpolitik, über die Lage der Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland miteinander zu sprechen. Es sollte einer Gesellschaft um Wohlstand der Menschen gehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es sind letztlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Mittelpunkt stehen.